ist die Zwischenmahlzeit tatsächlich gesund? Obst ist gesund, Obst brauchen wir. Wie weit ist das tatsächlich noch gesund? Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Liebhaber, Personal aus Karlsruhe. Heute wieder mit einer wichtigen Frage, die ich beantworte. Heute mit Mützchen. Ich habe leider frisurtechnisch heute Morgen etwas versagt. Ich war schon im Bike unterwegs und da in meinem Alter die Haare nur noch wenig sind und so ein bisschen, wie soll man sagen, flusig sind, ziehe ich ein Mützchen auf. So, heute haben wir das Thema, wichtiges Thema. Das Thema Zwischenmahlzeiten. Das Thema gesunde Zwischenmahlzeiten. Das Thema, ist die Zwischenmahlzeit tatsächlich gesund? Beziehungsweise, wie wirkt sich die Zwischenmahlzeit aus? Ich spiele auf die Zwischenmahlzeit in Form von Obst. Da gibt es ja tausend Informationen. Obst ist gesund, Obst brauchen wir, Obst hat Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, hat Ballaststoffe, ganz viele Dinge gibt es da, die wichtig sind, Pflanzensekundärstoffe. Das ist soweit auch richtig. Nun müssen wir gleich mal von vornherein eins klären. Wenn ihr frisches Obst bekommt, das heißt erntereifes frisches Obst, saisonales Obst aus der Region, Bio-Obst womöglich noch, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da auch ausreichend Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente beinhaltet sind. Das ist Fakt Nummer 1. Wenn ihr nämlich Überseeobst bekommt, das nicht sonnenreif geerntet wird, das künstlich zur Reife gezwungen wird, da ist die Frage, was ist da tatsächlich drin, inwieweit ist das tatsächlich noch gesund? Das ist hier die ganz große Frage, Kosten-Nutzen-Faktor. So, wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr regionales Obst favorisiert. Dann habt ihr schon mal einen gewaltigen Vorteil. So, jetzt gehen wir aber mal über und gehen zu der berühmten Frage, ist Obst als Zwischenmahlzeit gut? Viele Menschen sagen, 5 Mahlzeiten am Tag. Ich bin in der Gewichtsreduktion. Mir wurde gesagt, 5 Mahlzeiten am Tag. Das würde ich mal mit einem großen Fragezeichen versehen. Warum? Folgendes. Also, pass auf. Wir haben hier unten die sogenannte, ich nenne sie die Nulllinie. Null. Null Zucker im Blut. Und wir haben hier oben die 100er Linie. Wir dürfen es auch gerne als 100% bezeichnen. 0%, 100%. So, und jetzt gehen wir hier unten, ganz grob schematisch, bezeichne ich es als 20% Linie. Das heißt maximal 20 von 100. So, und da machen wir mal ganz rot. Warum rot? Das nenne ich die Zone, wo ihr Fett verbrennen könnt. Das heißt, wenn in eurer Blutbahn die 20% ganz grob schematisch nicht überschritten wird, dann seid ihr in der Zone, wo euer Körper die Möglichkeit hat, Fett zu verbrennen, wenn ihr ein Kaloriendefizit aufgebaut habt. So, jetzt machen wir Folgendes. Frühstück, okay? Das ist die Nummer 1, ist das Frühstück. Die Nummer 2 ist das Mittagessen und die Nummer 3 ist das Abendessen. So, jetzt geht ihr her, frühstückt gesund, weil ihr seid in der Gewichtsreduktion, gutes Vollkornbrot, ohne Zucker drin, ganz natürlich, mit magerem Schinken drauf, magerem Käse drauf, mit ein bisschen Hüttenkäse, Tomaten, Gurkenscheiben drauf, weil Blutzuckerspiegel steigt langsam an und bleibt schön im unteren Bereich, weil das Zeug ist gesund. So, jetzt sagt ihr, ich habe Hunger, ich brauche eine Zwischenmahlzeit. Mir wurde gesagt, 5 Mahlzeiten am Tag, ich brauche Obst. Dann führt ihr zum Beispiel eine Banane dazu und ihr esst noch Trauben. Was passiert? Hier kommt die Zwischenmahlzeit. Der Blutzuckerspiegel steigt weiter an. Warum? Es ist zwar schon richtig, dass Obst Fructose hat. Fructose wird fast gänzlich insulinfrei verstoffwechselt. Aber jetzt kommt das große Aber. Das Aber ist folgendes. Es beinhaltet auch Traubenzucker. Und dieser Traubenzucker, der kann umgewandelt werden und wird umgewandelt zu Zucker. Und das bedeutet wieder Alarmsituation. Bauchspeicheldrüse produziert viel Insulin. Das heißt, Zuckerspiegel geht nach oben, Bauchspeicheldrüse produziert Insulin. Ihr seid also hier im oberen Bereich außerhalb der Fettverbrennung. Fettverbrennung AD. Es wird kein Fett mehr verbrannt.
So, und dann bleibt der Blutzuckerspiegel ein bisschen weiter oben. Gefahr nach sowas ist natürlich immer, das kennt ihr schon, wenn man sowas gegessen hat, ist der Heißhunger. Ihr fällt runter in den Unterzucker und dann wollt ihr wieder was essen. Ist aber definitiv dann vielleicht eine Stunde vor Mittagessen und schon wieder lauft der Gefahr, dass er was esst, was er nicht essen sollte. Deswegen, dann kommt das Mittagessen. Wieder so, ihr esst gesund, Blutzuckerspiegel geht nach oben, ihr seid hier nachmittags. Ich habe Hunger, ich brauche Obst. Obst ist gesund, Obst hat Vitamine, Mineralstoffe. Ihr esst eine Mango, ihr esst Trauben zum Beispiel oder ihr esst Pflaumen. Was passiert? Blutzuckerspiegel steigt wieder an. Ihr seid wieder aus der Fettverbrennungszone raus. Danach lauft ihr wieder Gefahr, dass ihr wieder Heißhunger bekommt und dann wieder was esst, was ihr nicht essen sollt. Deswegen, liebe Freunde, folgende Aussage für Menschen, die Gewicht reduzieren. Lasst von einer Mahlzeit, Frühstück zum Mittagessen, Mittag zum Abendessen, zwischen 4 und 5 Stunden Zeit. Gebt eurem Körper die Zeit, den Blutzuckerspiegel langsam abzusenken. Warum? Weil ihr in der Regel alle nicht körperlich arbeitet, dauert es etwas länger, bis der Zuckerspiegel unten ist. Wenn ihr eine Gewichtsreduktion seid, 7 Uhr Frühstück zum Beispiel, 12 bis 1 Uhr Mittagessen, abends 18 bis 20 Uhr das Abendessen, habt ihr schöne Zeitabstände von einer Mahlzeit zur anderen. Lasst die Finger weg von den Zwischenmahlzeiten in Form von Obst. Wenn ihr Obst essen wollt, dann könnt ihr Obst essen. Packt es morgens rein ins Frühstück. Macht euch ein schönes Müsli mit einem leckeren Obstanteil. Nachmittags bzw. mittags nach Mittagessen einen kleinen Obstteller, ein kleines Obstschälchen mit dazu, lecker nach Mittagessen. Dann habt ihr das reingepackt in die Ernährung. Es passt dann auch zur Kalorienbilanz, das heißt, ihr habt nicht mehr Energie zugeführt, der Körper tatsächlich verbraucht, beziehungsweise Gesamtenergiebilanz sieht so aus, dass ihr etwas weniger zugeführt habt, wie der Körper tatsächlich verbraucht, dann kommt ihr auch in die Fettverbrennung. Weil der Körper muss dann diese fehlende Energie, die von außen nicht zugeführt wird, wenn alles gut läuft, über körpereigenes Fett decken. Klar, was soll man dazu machen? Bewegung, Sport, ganz wichtig. So, das war das Thema. Zwischenmahlzeiten, Obst zwischen Mahlzeiten in der Gewichtsreduktion. Ich habe noch ein bisschen was schriftlich verfasst, das steht unterhalb des Postings, unterhalb des Videos. Lest euch nochmal in Ruhe durch und ihr dürft mir gerne Feedback geben. Konstruktive Kritik, kein Problem, bin ich immer zu haben. Nette Diskussion bin ich immer zu haben. Deswegen, jetzt seid ihr dran. Andreas Inbacher, Personal aus Karlsruhe. Deine Zwischenmahlzeiten, meine Aufgabe.